Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Und endlich geht's hier wieder weiter mit Old Republic. Aber ich muss auch wieder davor sagen, ich habe nämlich einen kleinen Fehler gemacht, denn ich wollte schon einen weiteren Part aufnehmen. Doch leider ist meine Stimme, also wir sagen es mal anders, OBS hat eine falsche Aufnahme genommen, also er hat die Audioaufnahme von dem Laptop genommen und nicht das vom Mikrofon, was ich ja per USB-Stick, Quatsch, per USB angesteckt habe. Und deswegen hat man mich auch so kaum gehört. Aber ich werde in diesem Video die Ausschnitte, die ich jetzt sage, einblenden. Also keine Sorge, ich habe das ja alles mit aufgenommen. So, das erste, was ich sagen wollte, ist nämlich, was ich in dieser Folge gemacht habe. Also, ich bin, glaube ich, zum Holocron gegangen und habe also mit Darth Ballas geredet und der hat da irgendwie gesagt, dass wir zu ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt. Ich glaube, Thrawn heißt der, glaube ich, zu seinem Schiff gehen sollen und den halt und da seine Handlanger ausschalten sollen. Der ist halt eigentlich ein Imperialer, aber irgendwie so ein Verräter, glaube ich. Ich weiß nicht. Oder glaube ich. Nee, das war so, dass Ballas den irgendwie hasst und den sollen wir halt töten, weil Ballas ihn hasst. Dass du den Kriegsbund zerschlagen hast, war ein Meisterstück. Aber es gibt eine neue Herausforderung. Eine unserer fehlenden Zielpersonen, Admiral Monk, hat sich selbst verraten. Du erinnerst dich vielleicht, dass mein Meister Darth Vengeon versucht hat, die Randsysteme zu erobern und den Rat des Sith dazu zu bringen, den Krieg neu anzufachen. Admiral Monk hat irgendwie Wind von der Sache bekommen und einen Hinterhalt geplant. Er belagert in diesem Moment das Flaggschiff. Glaubt ihr, dass es ein Leck gab? Informationen sind sonderbar. Sie sickern durch unerwartete Ritzen. Überlasst diese Bedenken nur mir. Plan 0 verlangt Admiral Monks Kopf. Das könnte unsere einzige Gelegenheit sein, ihn zu vernichten. Unser Flaggschiff steht unter dem Kommando von Moff Masken. Flieg sofort zur Raumschlacht. Geh an Bord seines Schiffes und halte Admiral Monks Angriff auf. Ja, so war das. Und dann haben wir da noch diesen Moff-Typen da ausgeschaltet. Masken nehme ich an. Darth Barras hat mich geschickt. Ich habe euer Schiff befreit. Wo ist Admiral Monk? Ach ja. Ihr kommt wohl, um euch den Ort des Verbrechens anzusehen. Admiral Monk und seine besten Leute haben sich nach Quash abgesetzt. Es tut mir leid, dass ihr ihn verpasst habt. Seid ihr hier, um ihm seine Belohnung zu bringen? Dankbarkeit aus? Ihr denkt, ich sollte euch dankbar sein? Das hier war ein geheimer Überfall. Und dennoch habe ich gerade erst den Hyperraum verlassen und finde den höchst dekorierten Admiral der Republik vor, der mir auflauert. Admiral Monk hatte meine Landecodes und die Codes für mein Kraftfeld. Das war doch ein abgekartetes Spiel. Der Admiral ist scheinbar nicht zu unterschätzen. Kann es vielleicht sein, dass euch Barras bei seinen Intrigen außen vor lässt? Der Meister eures Meisters ist Darth Vengeon. Barras hat ihn in diesen Angriff hineinmanövriert, um ihn zu ruinieren. Ich habe die Nase voll von diesen ganzen Sith-Querelen, die ständig imperiale Operationen gefährden. Ja, das war eigentlich das alles, was wir gemacht haben. Und ja, als nächstes sind wir hier auf Crash angelangt und hier sind wir auch stehen geblieben. Und jetzt sollen wir uns bei Moff Dragon und bei Admiral Monk melden. Ja. Das war eigentlich die ganze Story. Und was ich noch sagen wollte, ist, ich habe das hier freigeschaltet. Oder kann ich halt direkt zum Schiff fliegen. Das ist geil. Und das war's eigentlich, glaube ich. Mir. Ja, okay, ich habe mit meinen Kollegen da noch ein bisschen geredet. Und diese Rüstung ist krasser als die andere. Sieht die auch krass aus? Oh, es geht. Was ist das denn für ein Grafikfehler hier? Tun wir einfach mal drauf.
Aber was wenn das gerade für ein Grafikfehler ist? Also ganz komisch. Dann habe ich hier irgendwie auch noch so kostenlose geringe Tapferkeitsschub bekommen. Keine Ahnung, was das darstellen soll, aber egal. So, dann gehen wir erstmal zum. Wer ist das hier? Zum Moff Dragon. Ich muss mich jetzt wieder zu der Story hineinfügen, weil ich selbst sehr lange nicht mehr gespielt habe. Hier mit anderen Projekten zu tun habe. Aber ich möchte ja in diesem Jahr noch die Sith-Story fertig kriegen, dass wir dann nächsten Jahr direkt mit der Jedi-Story weitermachen können. Und ja, und vielleicht auch nächstes Jahr direkt weiter mit irgendwelchen anderen Star Wars-Stories machen können. Aber mein Hauptziel ist ja, diese beiden Stories zu machen. Okay, dann jetzt rein jetzt hier. Genug gelabert. Gut, Moff Dragon. Jetzt darfst du reden. Das Imperium kann sich keine weitere Niederlage leisten, Major. Wir müssen die Republik auf der Stelle zerschmettern. Sie sind seit Jahren auf Crash. Wir können doch nicht über Nacht ihre gesamten Minen lahmlegen. Meine Herren, das wird nicht ohne mich besprochen. Ich bin Moff Drayson, Oberkommandant der imperialen Streitkräfte auf Crash. Seid ihr hier, um euch dem Krieg gegen die Republik anzuschließen? Das ist euer Krieg. Es ist nicht meiner. Das bedeutet mir nichts. Crash ist wertvoll. Für die Republik. Und das Imperium. Das reicht. Wir brauchen seine Hilfe nicht. Ach, wirklich? Ich kann euch alle töten. Meine Faust hat mehr Kraft als eure gesamte Armee. Guck sie es an. Ja, so soll es sein. Wie die einfach so einen Fick geben. Genug. Spart euch das für die Republik. Sie sind verantwortlich für unsere Stationierung in dieser Giftmüllhalde. Die Republik hat gegraben und die Quelle für das Gift dieses Planeten gefunden. Und sie auf mich hören. Die Arbeiter nennen es Quash-Gift. Es liegt gleich unter der Oberfläche des Planeten. Wir destillieren daraus Quell, ein tödliches Gift. Aber die Republik weiß, wie man es zu extrem effektiven Aufputschern verfeinert. Sie stellen seit Jahren Aufputscher aus dem Gift her. Und das auch noch mit Hilfe der Hutten. Wir sind hier, um ihr Geschäft zu übernehmen und das Quest für das Imperium zu beanspruchen. Waffen bauen? Und wir klauen dann die Waffen? Boah, das ist eigentlich eine gute Strategie. Ja, Quest ist halt so ein Planet, da arbeiten Sklaven halt, um dem Imperium zu helfen und so. Keine Ahnung, wie die Republik hierher kommt, aber okay. Das Imperium würde nur für ein paar Ressourcen nicht einen Krieg dieses Ausmaßes führen. Korrekt. Die Aufputscher sind nur der Bonus. Unser Hauptziel ist es, die Republik zu testen. Wenn wir sie auf Quash genug bedrängen, wird die Republik sich zu einem offenen Krieg überall in der Galaxis provozieren lassen. Sobald sie den Vertrag von Coruscant brechen, kann das Imperium zuschlagen, ohne befürchten zu müssen, dass neutrale Welten hineingezogen werden. Wir müssen sie aus der Reserve locken. Ich werde sie ärgern. Ich habe ein Talent dafür, den Zorn der Republik zu entfachen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie ihr ihre Selbstkontrolle auf die Probe stellt. Zuerst schlagen wir gegen die Giftminen der Republik zu. Das Gift produziert ein gefährliches Gas. Deswegen ist die Luft auf Crash auch so bekömmlich. Vor allem in den Minen ist es tödlich. Also hat die Republik spezielle Filter installiert. Zerstört die Filter und lasst das Giftgas ausströmen. Oh ja, dann kann ich sie alle töten. So gut wie erledigt. Sie werden die Minen zu Katastrophengebieten erklären, wenn ich fertig bin. Schaltet jede Waffenstellung aus, die ihr erwischt. Dringt danach ein und zerstört die Filter. Haltet nicht ein, bis die Minen mit Gas gefüllt sind. Die Gesichtsanimation, also diese Mundwinkel, die sahen irgendwie cool aus von den Typen. Aber na gut. So, dann springen wir erstmal hier runter. Okay, da vorne müssen wir hin. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, das ist die Giftmine. Ja, 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 jetzt werden sie alles zerstören. Ich werde euch zerstören. Ey, hier nicht zurückstoßen. Ja, ja, keine Sorge, Lieutenant. Mir geht's super. Aber euch geht's nicht mehr so gut. Und das ist gut. Was ist das hier für ein Angriff? Nicht ausgeführt werden. Intervention. Springt zu einem verbündeten Ziel, senkt diesen Bedrohungen um eine moderate Wert und senkt
den erwiderten Schaden 6 Sekunden lang um 20%. Okay, das ist krass. Also ich kann meinen Teamkollegen helfen. Oh, was haben wir jetzt gemacht? Ah, ich bin Stufe 41. Geil. Ich bin übrigens 5 Ränge irgendwie über dem eigentlichen Rang. Also, ich habe mich hier schon sehr krass hochgelevelt. Wenn wir sogar noch ein paar Nebenmissionen nach der eigentlichen Hauptstory noch übrig haben, dann könnten wir die danach auch noch machen. Also, da wäre auf jeden Fall nichts dran, wenn wir es frei haben. Gut, was kann ich hier machen? Filtern. Ah, genau, die Filters erstmal zerstören. Zerstöre 5 von denen, okay. Oh, da gab es einen großen Ruckler. Hier sehe ich jetzt gar keinen Filter. Dann gehe ich jetzt hier weiter, einfach alle übersprungen. Komm, geht einfach aus dem Weg. Ihr habt eh keine Chance. Gut. So, hier ist eine nächste Filteranlage. Einmal reinstechen und dann geht das schon. Das wird schon wieder. Die typische Lego-Art. Alles zu zerstören und dann geht das schon. Ja, was bist denn du denn? Ach so, das sind Druide. Ich dachte, das ist so ein Vieh aus Genosis. Und was soll das hier sein? Irgendwie so Pyrotechnik. Also bin ich jetzt hier bei Batman oder was? Arkham Knight City. Na komm, weg mit dir. Steht nicht im Weg von dem Lord Aaron. Gut, hier ist glaube ich auch keine Filteranlage, wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, oh Gott. Komm, geht weg. Steht nur im Weg. So, zack, zack, zack. Und schließ. Und da versperren noch mehr meinen Weg. Gut. Und der ist auch weg. Machen wir das hier noch kaputt. 3 von 5. Müssen ja nur noch 2 übrig sein. Müssen wir alle ausnocken. Gut. Jawohl. So. Ein paar Credits mitnehmen. Ich habe übrigens richtig viele Credits. Also ich könnte mir richtig viel holen. So, hier hinten ist noch eine. Ja, Lieutenant. Pierce, mir geht's doch gut. Und wo ist die letzte? Wieder ist die da vorne, was ich eher nicht glaube. Ich glaube, da geht's weiter mit der Story. Dann glaube ich eher hier. Aber hier könnt ihr mir auch nicht vorstellen, weil das sind Waffenstellungen. Naja, wir finden es raus. Oh, die kann man auch noch ausschalten als Nebenmission. Gut, dann gucken wir mal, ob das jetzt da das letzte ist oder ob ich mich getäuscht habe. Das sieht schlecht aus. Schade, schade. Ich dachte, Mann. Okay, vielleicht nicht denken, sondern einfach mal machen. Dann wieder zurück. Oh, da hat jemand was Gutes gedroppt. Guck mal.
Als wäre so ein Reflexionsschutz für unseren Freund Amity. Oder soll ich Freundin Amity sagen? Ist es weiblich oder männlich? Es ist ein Ding, muss ich ehrlich sagen. Der hat ja auch nicht wirklich gesagt, was überhaupt richtig ist. Na gut. Gut, ist jetzt hier die letzte Station? Oh nee, noch mehr. Ein Weg. Auch jetzt. Oh, Alter, ich habe zwei auf einmal ausgeschaltet. Hier ist auch keine. Ne, doch, der. Gut. So, jetzt müssen wir hier nur noch die Waffenstellung zerstören. Ich will noch die letzte Filteranlage hier ausschalten. Das muss doch nicht so schwer sein. Lieutenant, hilf mir mal. Setz mal hier so einen Sprengsatz an. Der kann das doch. Gut, haben wir. Dann hier nur noch das letzte. Und Sweets. Die Fabrik hat die ganze Minencrew zum Schutz hier eingesperrt. Aber jetzt strömt Giftgas hier rein. Ist doch gut. Was soll ich hier machen? Überbrücke die Lüftungssysteme. Ja, okay. Dann tipptapp, tipptapp. Alles ist wieder im Gang. Dann kommen wir aus der Mine. Oh, scheiße. Flucht. Oh nein. Der Alarm ist an. Jetzt heißt es wegrennen. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das Gift kommt. Shit, shit, okay. Es gibt ja auch keinen Timer. Es gibt keine Bedrohung. Also entkommen würde ich das nicht sagen, sondern geh ganz langsam und nicht gestresst aus der Höhle. Also wirklich. Das Gift kommt gerade und wir können hier so ganz gemütlich rausspazieren. Wir sind ein Sith, da geht das schon. Ja, hier gibt es auch noch mal was zum Sammeln. Achso, unwichtiges Zeug. Alles, was ich bisher aufsammle, ist super unwichtig, weil ich schon so overpowered bin. Ich weiß nicht mal, worum es liegt. Also Rüstungswerte oder hier die unteren Sachen. Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Das verwirrt mich noch. Gut, dann muss ich jetzt hier rum, damit die mich hier nicht angreifen. Und dann hier durch. Gut. Jawohl. Hab's geschafft. Kehre zu Moff Drayson zurück. Okay, aber bevor wir zu Dwarf Mason gehen, gehen wir erstmal zu dem Admiral Monk. Also bis gleich. Hier ist Admiral Monk. Ach, der hat auch wieder so eine. Ach, das ist Republikaner. Ich dachte, das wäre einer von uns. Oh, schade. Dann müssen wir uns hier anscheinend auch durchkämpfen. Aber ich glaube, das sind einfache Soldaten. Da können wir direkt reinschnitzeln. Naja, aus der Hackepeter. Aus Hackepeter gibt es gleich Kackepeter. Den Sprichwort wahrscheinlich falsch gesagt. Aber egal. Also ja, die sind wirklich einfacher zu killen als sie in der Mine. Aber das ist besser als rumzuholen. So, ja. Yeah. Elektrisierung! Was ist jetzt passiert? Ich wurde irgendwie so. Hör, ich wurde eingefroren wie Han Solo aus Episode 5 oder 4 oder ich weiß nicht mehr, welche Episode das war. Ich glaube, es war Episode 4. Kann ich aber auch falsch liegen. Nee, Quatsch, das kann nicht Episode 4 sein. Das kann nur Episode 5 sein.
Stimmt, bei der wurde ja danach befreit. So. Nach der Episode. So. Ping, pong, pong. Hier rum muss ich. Okay. Ignorieren wir die Leute da oben und gehen wir direkt hier hin. Oh, ich schaff gleich den Bonusziel. Besiege die Wache von Fort Phalanx. Ja, das ist immer toll. So, Admiral Monk. Ich bloß dabei, euch mir auf den Hals zu hetzen. Versucht er etwa, sich ein Alibi zu verschaffen? Dann könnt ihr ihm sagen, Auftrag ausgeführt. Fast alle meine Männer sind tot. Ihr habt und du gleich auch. Arbeit dabei geleistet, alles absolut legitim aussehen zu lassen. Erst wenn ihr tot seid. Jemand hier muss sterben. Das war's denn also, was? Nach 10 Jahren Dienst gelten wir als entbehrlich. Baras ist ein Narr. Unsere Deckung ist tadellos. Warum tut er das? Na, er hat halt Bock, die Jobs von euch wegzuklauen. Es kommt also, stirbt jetzt endlich. Wurde euch zu töten. Männer, wir wurden verraten. Kämpft um euer Leben. Sag mal, was ist eigentlich mit seinen Wangen los? Ist er irgendwie eifersüchtig oder so? Oder, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Hat er gerade seine Liebe gesehen und jetzt sind wir auf einmal aufgetaucht. Junge, warum hast du Doppellichtschwerter? Okay, die ist jetzt auch mal gewählt. Stopp, stopp, stopp. Boah, gut gemacht, Lieutenant. Und das war's mit Monk. Ihr seid bedauernswert, sein höriger Schoßhund. Niemand ist sicher bei Baras. Nicht einmal ihr. Dem verspreche ich. Baras würde mich niemals verraten. Na, was macht euch denn schon so besonders? Ja, ich selber. Und da ist er, du. Ich soll jetzt schon mal zum Holo kommen? Oh, schade. Na gut. Dann will ich aber auch hier den Part beenden. Ich gehe erstmal zur Haupttribüne wieder. Das haben wir ja sehr viel heute gemacht. Ich will aber nochmal ein schönes Bild von Crash. Und jetzt muss ich nur noch irgendeine Tastenkombination. Ich glaube. Nein. Ah, genau, das. Das wollte ich doch. Ja, hier. So, dann nochmal ein bisschen hier so. Gut. Das ist auch ein gutes Thumbnail. Okay. Dann würde ich sagen, was ist hier mit Soft the Old Republic? Und ich freue mich schon auf den nächsten Part. Wenn euch das gefallen hat, Like, Abo. Ich hoffe, ihr hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.